Also in dem Trailer sieht man mich, wie ich mit eindeutig in einem Spielzeugauto durch die Gegend fahre. Das fand mir einfach einen sehr, sehr lustigen visuellen Effekt. Und der Gag dabei ist, dass man zum Schluss merkt, dieses Spielzeugauto wird gar nicht von mir gesteuert, sondern von einem überlebensgroßen Roboter. Und da geht so ein bisschen für mich die Frage, wer heute eigentlich noch wen bedient oder steuert. Ja? Wir Menschen die Maschinen oder die Maschinen uns? Künstliche Idioten heißt das aktuelle Programm von Philipp Weber. Und darin geht es um alle Arten von Fortschritt. Ich bin für den Fortschritt, ich bin ja Naturwissenschaftler, ich bin sehr, sehr interessiert an Wissenschaften, aber ich frage mich halt immer, naja, nur Fortschritt um des Fortschreitens willen, oder wenn es zum Beispiel auch sehr, sehr viel um Geld geht, ging auch immer einher, den Menschen zu ersetzen, gerade wenn es um wirtschaftliche Sachen geht und wenn es um Effektivität geht, wenn es um Ersparnisse geht. Und ich sage, es gibt bestimmte Dinge im Leben oder wo der Mensch einfach nicht ersetzt werden kann. Die Inszenierung ist bewusst minimalistisch. Keine Musik, keine Filme, nur Weber und ein Stuhl. Mit Leidenschaft und mit Spaß und Energie braucht man keinen technischen Firlefanz. Da reichen nette Menschen, die hoffentlich oder ganz bestimmt in Postbauerhängen da sein werden. Ich bin ja schon zum dritten Mal, glaube ich, da. Und ein Künstler, der einfach versucht, das Beste zu geben. Das bedeutet in diesem Fall auch 2 Stunden volle Stimmpower mit der Lautstärke eines Rockkonzerts. Hallo, Postbauerhängen! Oh, wie schön ist das, voller Energie! Du musst ja wissen, ich habe jetzt ja 2 Wochen nicht mehr gespielt, natürlich. Weil bei mir ist es so, dass ich meistens etwas zu laut bin oder zu laut gepegelt werde. 30 Jahre Jugendarbeit im Odenwald haben diese Stimmbänder unter lauter Musikröhlen zu Grobstahl werden lassen. So sieht es aus. Also ich bin ein energetischer Typ, ja, das liegt so ein bisschen, ich komme ja aus dem bayerischen Odenwald, aber vom, ja, kulturell haben wir tatsächlich mehr, eigentlich was ziemlich viel Südhessisches mitbekommen. Es ist eine sehr große Melange an Charaktertypen, die bei uns zusammenfinden im Odenwälderischen. Und im Odenwald, da redet man tatsächlich schnell und man redet auch dummes Zeug. Ich weiß, das ist so ein bisschen anders da in der Oberpfalz oder im Mittelfränkischen, da haben die Leute so den Anspruch, das, was sie sagen, auch selbst zu verstehen, das hat der Odenwälder nicht. Der Odenwälder babbelt drauf los und denkt sich dann oft, oh Gott, was habe ich denn da wieder gesagt? Aber dadurch ist es auch lustig. Ich glaube, irgendwann 96 oder so war ich zu Hause bei meinen Eltern, da habe ich nachts durchs Fernsehen gesappt und da bin ich auf die Show von Josef Harder gekommen. Und Josef Harder hat mich einfach umgeblasen. Und da war es für mich so, das will ich auch machen. Natürlich, das ist völlig, also verstiegen zu sagen, genauso gut. Den Anspruch habe ich ja nie gehabt. Aber dass ich dasselbe machen will. Und deswegen war Josef Harder bestimmt so der Anfang vom Trieb zu sagen, okay, ich möchte auf die Bühne. Das ist eine Kunstform, die mich begeistert. Zusammenkommen, lachen, die Sorgen von den Schultern schütteln und wieder Mut schöpfen. Weil vielleicht ist das auch, wenn man fragt nach der zentralen Frage des Kabaretts, ein befreiendes Lachen kann einfach Mut machen für das, was kommt und uns wieder ein bisschen Lebensfreude zurückgeben. Und deswegen bitte geht wieder ins Theater.